Herzlich willkommen im Weinkeller, in Steffis Weinkeller und in Peters Kreislerei. Der Weinkeller generell ist eigentlich für uns gemacht worden, nicht für die Gäste. Immer wenn es uns gut geht, dann gehen wir in den Weinkeller. Und immer wenn es uns schlecht geht, gehen wir auch in den Weinkeller. Also sind wir eigentlich immer hier. Und hin und wieder teilen wir dieses Glück mit unseren Gästen. Die Idee der Kreislerei kam von unseren Gästen, weil sie zunehmend gemerkt haben, dass es schwierig ist, Souvenirs zu besorgen. Und vor allen Dingen die Werthaltigkeit der Souvenirs in Frage gestellt ist. Und wenn man jetzt ein anständiges Stück Speck oder Käse mit nach Hause nimmt, dann hat man was davon. So wie bei allem, was wir so tun, wo wir doch mit sehr viel Sorgfalt und auch mit sehr viel Bedacht mit der Natur umgehen, versuchen wir hier hochwertige und feine und gut gepflegte Lebensmittel anzubieten. Ich meine, schon alleine der Anblick bringt mich in Entzückung, nicht? Und wenn ich an diesen Seiten riechen darf, das ist einfach einzigartig. Und wenn Sie sich das einmal anschauen, das ist eine sogenannte Wamme. Das ist die gesamte Seite vom Ferkel. Das ist der Rückenteil, das Karree und das ist der Bauchspeck dazu. Wird in einem Stück eingesalzen. Das ist einfach schon ein Bild von Lebensmitteln. So, lassen Sie sich schmecken und lassen Sie sich gut gehen. Und wenn Sie ein bisschen Brot dazu brauchen, haben wir dann ein Schüttelbrot. Würde mir auch das Herz aufgeben. Für Erstlingsbesucher muss ich zuerst desinfizieren, nicht? Aber ich mach's. Da dürfen Sie ruhig die Nase mal reinhalten. Upschla, oder? Oh. Ja. Oh, die Kolonie. Das ist ein selbstgemachtes Zwetschgenschnaps. Ja, das riecht man. Also das ist ein bisschen mehr, oder? Das werden wir jetzt zu Hause auch einführen. Das ist ja frech. Kein Parfüm mehr. Das ist jetzt ein gemischter Satz aus der Wiener Gegend. Das war früher so ein Haus- und Hofwein, da haben fast nur die Messner davon getrunken und die Pfarrer. Aber feines Tröpfel. Aber das haben die Winzer selber nicht geglaubt, dass der so einen Erfolgslauf bekommen wird generell. Das jetzt ist ein grüner Veltliner von alten Reben. Also alte Rebstöcke, das heißt, dass sie mindestens 40 Jahre alt sind. Und jetzt probieren Sie den einmal, der geht in die Richtung eines Reifen Sauvignon Blancs. Gut, danke für den Besuch. Ja. Und wenn der Wein ein Jahr gereift ist, dann treffen wir uns wieder hier. Ja. Sehr zum Segen, sehr zum Wohle. Ja.